Leute, mit dem Titel des Videos bekomme ich hoffentlich eure ungeteilte Aufmerksamkeit, denn mit dem heutigen Tag wird sich bei Turnschuh TV vieles verändern. Um nicht zu sagen, alles. Das ist wirklich keine Verarsche, kein Clickbaiting und kein 1. April für Kalenderlegastheniker. Nach über 5,5 Jahren Turnschuh TV gehen wir jetzt in sowas wie die Schlussrunde. Es hat immer viel Spaß gemacht, Videos für diesen Kanal zu produzieren und die Entscheidung, es nicht mehr zu tun, war alles, aber nicht leicht. Denn Benny und ich haben uns in den letzten Jahren was Tolles aufgebaut. Wir haben neben Turnschuh TV bzw. um Turnschuh TV herum eine Content-Produktionsfirma geschaffen, mit der wir Videos für Kunden produzieren. Das Beste daran, in dieser Konstellation und mit diesen Produktionen hat es sich wirklich nie wie Arbeit angefühlt. Vielleicht habt ihr es gemerkt, manchmal kamen unsere Turnschuh-TV-Videos so ein bisschen unregelmäßiger und da war es dann meistens so, dass wir parallel noch andere Aufträge ausgeführt haben und nicht wussten, wie wir auf der Autobahn noch eine Review drehen sollten. Das haben wir einmal gemacht, da sind wir nach Wien gefahren und haben einen Zwischenstopp bei 43,5 gemacht, um dann im Auto und im Hotel die Videos zu schneiden. Ja, für die unter euch, die das nicht wissen, ich habe einen recht ungeraden Lebenslauf und arbeite seit Ewigkeiten als Journalist, als Producer und bin ausgebildeter Moderator und ich sehe mich zwar jetzt nicht nach Jobs um, aber am Ende des Tages wurde mir eine neue Herausforderung angeboten, die exakt auf mein Berufsfeld passt. Eine Weiterentwicklung bedeutet, mich absichert, mir Perspektiven eröffnet und mich wieder, und das ist halt sehr wichtig, an meine Heimat Mainz bringt. Das sind Dinge, die für mich gebündelt einen Sechser im Lotto darstellen. Ab Januar sitze ich also bei Snipes in der Firmenzentrale und werde dort eine Abteilung aufbauen und leiten dürfen. Und für alle, die jetzt die Verbindung ziehen, Snipes ist daran schuld, dass es kein Turnschuh-TV mehr geben wird. Ja, das ist richtig. Und ich werde ab Januar all eure Beschwerdebriefe ignorieren. Ha, Spaß beiseite. Die Verantwortlichen bei Snipes sind eigentlich diejenigen, die mit Ideen und Vorschlägen um die Ecke kommen, wie ich trotz des neuen Jobs Turnschuh-TV fortsetzen kann. Sprich, es wird sicherlich ab und an mal ein kleines Turnschuh-TV-Special geben. Und wenn das passiert, freue ich mich natürlich auf all eure netten Briefe und Limericks in der Post. Und hey, mit dem O-Schuhen-Sneaker-Podcast, dem nachweislich besten Sneaker-Podcast von Turnschuh TV, wird es gemeinsam mit Amadeus auch weitergehen. Und es waren bis hierhin 5,5 traumhafte Jahre, in denen ich viele tolle Erinnerungen gesammelt habe. Ich durfte das machen, worauf ich Bock hatte und mit meiner Leidenschaft meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und noch besser, ich habe mit meinen Freunden zusammenarbeiten dürfen. An erster Stelle natürlich Benny zu nennen und Hikmet. Mit Edda, die uns eine Weile auf dem Weg begleitet hat. Mit Amadeus oder auch mit Nico von Auftragsrat Friedi, unserem ersten Mitarbeiter, den Suyo Boys and Girls, die am ersten Tag mit dabei waren und vielen anderen auch. Ich bin wirklich dankbar für jeden Einzelnen, der sich unseren Content Woche für Woche angeschaut hat. Ihr seid das beste Publikum, das man sich wünschen kann und ich bin wirklich stolz und glücklich, dass wir diesen Weg bis hierhin gemeinsam gegangen sind. Danke natürlich auch an alle Partner, die uns in der Zeit begleitet haben und wie zu Beginn gesagt, es wird sicherlich noch das ein oder andere Schmankerl geben. Wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Wir werden uns also wiedersehen. Ich brauche nicht emotional werden und sage an dieser Stelle trotzdem, ich ziehe den Hut. Macht's gut. Bis bald. Danke. Tschüss.